klaut uns tatsächlich noch den einen oder anderen Larry. So, den letzten kriegen wir jetzt aber. Zack. So, wir sind gerade so schön im Flow, nach Norden zu schreiten. Da gehen wir doch mal direkt weiter. Um auf seinen Zehen ein wenig Klavier zu spielen. Immer noch keine Ambitionen anzugreifen, ne? Stehe ich mit denen hier noch zu nah dran? Ich vermute das fast. Ich werde hier mal ein weiteres großes Wohnhaus hinklatschen. Mein Gott, wie viele Truppen hier stehen. Alter, wäre die gut. Ja, einmal bitte runter Richtung Turm, dass sie nicht so verstreut steht. Alter, bis hier unten. Huiuiuiui. Moment, da oben schießt ein Türmchen auf uns. Und da unten auch. Dann teilt euch doch mal bitte auf. Was war das denn jetzt? Das klang jetzt gerade, als hätte er eine Kanone geschossen oder als hätte er ein Gebäude abgerissen. Ich vermute letzteres. Ding. So, und das letzte. Zack. So, ihr seid gerade so schön an der Nordflanke unterwegs. Dann geht aber direkt in diese Richtung weiter, bitte. Und ihr hier unten lang. Vielleicht finden wir irgendwo noch eine Waffenproduktion. Aber nochmal Wein, auch nicht schlecht. Ah, wen haben wir denn da? Da scheint er sich doch aufzumachen. Ja, komm dann, komm auch hier hoch und bring viele von deinen Truppen mit. Ich habe viele Pfeile. Guck mal, wieder ein paar Waffen für uns. Nice. Aber jetzt zieht er sich wahrscheinlich zurück, weil wir mit unseren Truppen zu nah an unserem Türmchen stehen. Kann ich mir vorstellen. Oh, hat er doch noch... Der hat hier doch noch ein paar Truppen. Echt jetzt? Dann hole ich doch nochmal unsere Bogenschützen. Komm, dann pfeife auf die Finte. Wir kriegen den anderen auch so klein. Das brauchen wir dafür nicht. Dann holen wir doch mal eben unsere Bogenschützen dazu, weil unnötig Einheiten verheizen, auch wenn wir es locker könnten von den Ressourcen, die wir jetzt haben. Upsa, möchte ich dann aber doch nicht. Ja, das ist nicht sinnlos werden hier. So, ich mache auch hier hinten schon mal ein Wohnhaus. Dass wir, wenn wir ihn hier einnehmen, direkt ganz viele Träger in der Nähe haben, die alle Waffen und so rüberholen könnten. Na komm, den kann ich auch einreißen. Und unsere Goldlager sind mal wieder voll. Aber wir sind schon mal 104% Kampfkraft. Also mit der Goldlager würde mich ja nicht stören, wenn wir nur das Gold hätten, was wir vom Feind... uns holen, da wir aber selber ja noch Gold produzieren. Hm? Kann ich das jetzt so nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also her mit weiteren Goldlagern. So, liebe Bogenschützen, ihr habt mal wieder ein bisschen Arbeit. Nach all der langen Zeit dürft ihr immer wieder was vor die Flinte kriegen. Wey! So, komm. Ja, ein bisschen was können wir ja durchaus entbehren, deswegen wir lassen den Angriff jetzt einfach mal so laufen. Ach, Gold hast du ja noch für uns, Mensch. Vorzüglich. Ah, da hinten ist aber noch mehr zu tun für euch. Ach, hier hat er seine Kaserne. Ah, okay.
Ah, Moment, nicht da unten, da. Obwohl doch als Kanonenfutter unsere Nahkämpfer haben wir ja schon doch ein bisschen mehr abbekommen. Deswegen dürfen wir ruhig mal die Bogenschützen ein paar ihrer Truppen opfern. Für die große Sache. Ach, jetzt haust du alleine da hinten drauf. Ja, nice. Komm, holen wir mal ein paar mit, dass das nicht so ein trauriger Angriff wird, der tatsächlich noch scheitert. Ja, und schon ist er verheizt. Schade. Geht's. Bam. Und schon wieder mehr Gold. Sind wir schon bei 109%? Mein Gott, ist das schmerzhaft. Moment, so. Ich will keinen Bogenschützen in der Truppe haben. Ist nicht diskriminierend gemeint, sondern einfach organisatorischer Natur. So, ihr könnt auch schon mal hier rüber gehen, den Turm platt machen. Wir holen derweil dich aus diesem einsamen Türmchen raus. Wir werden dich befreien, holde Prinzessin. Zack. Wäre das auch erledigt, dann geht's weiter. Erstmal hier die Nordflanke, nicht, dass wir hier was vergessen. Also ich glaube, jetzt können unsere Bogenschützen auch mal langsam aber sicher zurück ins Lazarett. Und sich wieder ein bisschen heilen lassen. Den Rest kriegen unsere 70 Schwerkämpfer wohl hin mit 109% Kampfkraft. 68. Bisschen Verschleiß habe ich gerade. 67. Ja, ihr seid doch alle sehr angeschlagen, muss man sagen. Ich kann jetzt aber auch schon weitere Pfeile aus dieser Richtung geflogen, meine ich gesehen zu haben. Nee, doch nicht? Doch. Definitiv. Wir fallen ja nicht einfach so um unsere Truppen. Hier hinten müsste aber, glaube ich, noch Feindgebiet sein. Ja, da stand noch eine Kohlemine. Das heißt, da ist noch mindestens ein Türmchen. Was steht denn da? Ach, da ist ein einziger, der hier langläuft. Och, das ist ja traurig. Na, so ein paar holen dann doch noch mal ein bisschen Ressourcen rüber. Sehr schön. Ich glaube, ich werde es mal jetzt bei dem anderen Ägypter auch mit dem Hundertschaftsprinzip versuchen. Also wirklich 100 Schwertkämpfer, 100 Bogenschützen und dann gucken, ob das reicht. Ich gehe mal davon aus, weil ich habe jetzt roundabout 50 verheizt von 200, also 25%. Gut, er war zwar schon angeschlagen, aber er hatte doch noch einiges vorzuweisen. Von daher... Fördert das nichts mehr, tja. Dann ab mit dir. Fördert das auch nichts mehr, dann weg mit dir. Ich kriege mal eben schon mal die ganzen Kampfmeldungen weg. Ja, guck, geht doch. So, das letzte. Nein, hier wird noch eins sein. Die letzten zwei, vielleicht drei Türme. Dann wäre auch der Römer hinüber. Ich hab da hier schon bestimmt wieder genug Bogenschützen. Yes. Zack, ihr seid meine neue Truppe Nummer 2. Ihr seid meine neue 1 und aus euch mache ich dann die Nummer 3. Können wir schon mal parallel den Angriff gegen den anderen Ägypter starten. Während ich hier meine Truppen verheize, weil, Alter, ey, nur rot. Ich glaube, 2,
drei, vier, fünf sind die, da sind noch fünf Leute drin, die einen grünen Gesundheitsbalken haben. Der Rest ist rot oder mindestens gelb. So, bevor er jetzt doch noch einen Zauber auslöst. Warum auch immer der keinen Mana geopfert hat. Der hatte so viel Wein hier und hat nichts geopfert, ne? Hier, Tempel alle leer. Kein einziger Zauberspruch wurde mir entgegengeschmissen. Oder, ach, das war ein Medic, glaube ich, ne? Das war gar kein Priester. Na gut. So. Wenigstens nochmal ein etwas besser bewachtes Türmchen zum Schluss. Getreue Mutter, das Beste kommt zum Schluss. Die ganzen Truppen, die so 10 Kilometer von der Kaserne weg sind, weil sie sich alles einfach so darüber geschoben hat, mal wieder ein bisschen sammeln lassen. Nicht, dass ich denke, dass das groß notwendig wäre, ich mache es aber trotzdem. So, das war's mit Gelb. Hier sind ja schon wieder fast alle genesen. Sehr schön. Können die auch da... Habe ich jetzt echt nur noch 36 übrig? Mein Gott, wie viel haben die denn am Ende weggeknallt? Alter Belly. Wir speichern nochmal. Und verprügeln den Ägypter. Gut, dass der da keine Fernkämpfer drin hat. So könnte ich einfach jetzt erstmal ganz getrost mit meinen Fernkämpfern vorpreschen. Und ihm alles abknallen, was ich vor der Flinte kriege. Ah, leider sind auch Bogenschützen bei. Schade. Aber dafür habe ich das lustige Phänomen, dass ich in seinem Gebiet besser kämpfe als in meinem eigenen. Geil, der haut schon ab, der Feigling. Wir können auch so langsam mal die Nahkämpfer nachrücken. Ah, oh, jetzt hat er mir wieder weggezaubert, der Lümmel. Alter, wie garstig ist das mit den zwei Nistern? Oh, der ist aber schwer bewacht hier hinten. Und in sein Land auch noch. Du blöder Sack. Du mieser Penner. Hat aber eben hier einen Großteil meiner Truppen weg. Ja, was heißt ein Großteil? Einige halt. Boah, der ist aber schwer bewacht. Ach, hier auch nochmal. Du blöder Sack. Alter Falter. Auch noch seine Startressourcen hier liegen. Kann man machen. Waren die nicht gerade noch irgendwo Soldaten? Komm, ich will wenigstens noch ein bisschen was von dem mitreißen, wenn ich schon... Oh, sieht sogar ganz gut aus weggerissen. Sehr schön. Ja, sehr schön. Die Nahkämpfer blockieren alles. Alter, geht doch einfach mal einen Schritt nach vorne, Mensch. Was ist denn mit euch? Geil, er kommt nicht zu seinem Turm durch. Hihihi. Mein Gott, würde mir das stinken, wenn ich er wäre. Sehr schön, ihr kriegt hier noch ein bisschen was weggerissen. Da würde ich mal sagen, hole ich mir noch mal ein paar weitere Bogenschützen dazu. Ihr seid jetzt mein neuer Trupp Nummer 3. Weil ich jetzt hier doch ein bisschen durch den Teleportzauber was verloren habe. Was machst du denn da hinten so ganz alleine? Gut, ist ja auch wurscht. Boah, der ist... Alter, wie schwer bewacht ist der bitte? Ich überlege gerade, ob ich den skippe. Sollte ich aber dann jetzt Zeiten einschalten, bevor der mir gleich hier alles weghaut.